Servus Radfreunde, die letzten drei Tage hatten wir täglich ein Gewitter im Schwarzwald. Sturzregen, Blitze, Donner und auch bei meiner letzten Radtour bin ich in der letzten Stunde noch in ein Gewitter reingefahren, als ich zu der Schwarzenbachtalsperre unterwegs war. Heute auch wieder ein Tag, an dem es am Nachmittag gewittern soll. Wir haben jetzt 9:30 Uhr morgens und ich habe gedacht, komm, bevor du jetzt gar nichts machst, fährst einfach mal los mit dem Rad. Und zwar habe ich auch schon eine Idee. Ich möchte heute erstmal in Richtung Kniewis fahren und dann zwischen Murgtal und Kinzigtal auf der Höhenlage entlang radeln. Circa 50 Kilometer. Dann geht es runter nach Hausach mit der Bahn zurück. Ob ich die Strecke schaffe, weiß ich nicht. Vielleicht muss ich auch schon früher ins Tal hinabfahren, wenn es gewittert. Ich habe die Regenkleidung dabei. Bis 12 Uhr, 13 Uhr, 14 Uhr soll es auf jeden Fall regenfrei bleiben. Und danach schauen wir mal, vielleicht habe ich Glück und das Ganze zögert sich noch ein bisschen raus und ich kann meine Radtour wie geplant auch beenden. Auf jeden Fall habe ich die Kamera dabei und wünsche euch viel Spaß bei meiner Radtour in Richtung Mittelschwarzwald. Bis jetzt das Wetter noch einwandfrei, sonnig, ein typischer Frühlingstag, ca. 22 Grad. Man möchte nicht dran denken, dass es heute noch Gewitterregen geben soll. Meine Radtour verläuft heute mal wieder über den Kniebiss, aber dieses Mal werde ich nicht das Murgtal in Richtung Kniebiss durchqueren über das Sankenbachtal, sondern heute möchte ich mal wieder über Freundstadt auf dem Salzleckerweg traditionell auf dem Kniebiss einfahren. Und jetzt geht es an dem Dienstagmorgen erstmal in Richtung Freudenstadt, wo ich dann die Stadtmitte durchqueren werde. Bisher noch keine größere grauen Wolken über Freudenstadt, dem Nordschwarzwald und auch in Richtung Mittelschwarzwald erkennbar. Allerdings mit der Wettervorhersage für das Gewitter am Nachmittag ist immer ein bisschen schade. Man hat so einen gewissen Druck im Rücken, dass man sich doch auf der Umsetzung der Tour beeilt, denn man weiß nie, wann das Wetter kippt. Mit viel Glück bleibt das Wetter so, allerdings die Gewissheit habe ich eben heute nicht. Auch heute Nacht hat es kräftig gewittert und aus Kübeln geschüttet. Alles noch nass und jetzt die Mittagssonne oder Morgensonne strahlend. Die Luft ist gerade richtig schwülwarm, tropisches Klima und ich mache meine ersten Höhenmeter raus aus dem Stockerbachtal in Richtung Freudenstadt. Mir wird warm und deshalb werde ich bei der nächsten Gelegenheit meinen Windbreaker ausziehen. Dort vorne am Waldrand ein Bänkle, das eignet sich vorzüglich, um einen kurzen Kleiderwechsel durchzuführen.
fühlt sich gleich viel besser an. So kann ich die Stadtmitte von Freudenstadt durchqueren. Und leider ist das sehr schwülwarme Wetter auch die beste Voraussetzung für neues Gewitter. Doch daran denkt man mal noch nicht. Laut Wettervorhersage habe ich auf jeden Fall 3 Stunden, bevor der Regen einsetzen soll. Vielleicht sind es auch 4 oder 4,5 Stunden. Irgendwie muss das Zeitfenster reichen für die Radtour. Ich schaue, dass ich jetzt erstmal vorankomme. Freudenstadt am späten Morgen. Über den autofreien Kienberg geht's jetzt in Richtung Kniebis. Dem Chiemberg Freudenstadt hat mich auch der Schwarzwald. Jetzt geht es durchgängig auf Radwegen weiter. Und zwar zuerst mal in Richtung Nordschwarzwald hoch zum Kniebis. Und dort mache ich meinen Schwenker in Richtung Mittelschwarzwald. Ich werde auf dem Höhenkamm zwischen Murgtal und Kinzigtal entlang radeln. Meine Radwegvariante zum Kniebis heute, doch nicht der Salzleckerweg oben auf der Höhenlage vom Kienberg, sondern dieses Mal der Teuchelweg ein Stück weiter unterhalb. Führt er auch mit sanften Steigungen hoch zum Kniebis. Und die dritte Variante von Freudenstadt auf dem Kniebis, ja noch entlang des ehemaligen Schwimmbads Langwaldsee. Der Teuchelweg ist nicht ganz so gut befestigt wie der Salzleckerweg, aber dafür landschaftlich die schönere Variante. Und mit dem Mountainbike ist das alles kein Problem. Und leider muss ich gerade feststellen, mein Navi lotst mich wieder weg vom Teuchelweg hoch zum Salzleckerweg. Heute ist es ein Hin und Her. Aber ich habe jetzt keine Lust, wieder bergab zu fahren in Richtung Teuchelweg, denn die Zeit ist heute wirklich knapp, je nachdem, wann das Gewitter am Nachmittag einsetzt. Deshalb geht es jetzt eben die paar Höhenmeter voll aufwärts zum Salzleckerweg, dort auf der Radautobahn in Richtung Kniebis. Und dann kommt auch für mich der unbekannte Teil meiner Radtour heute, und den Teuchelweg werde ich ein anderes Mal fahren.
vor mir schon die nostalgischen Wegzeichen Schönberg, Kniebis und Freudenstadt. Der Salzleckerweg, die Radautobahn in Richtung Kniebis von Freudenstadt, richtig gut befestigte Waldwege und Steigungen von maximal 5%. Man fährt hier angenehm vom Kienberg hoch in Richtung Kniebisdorf. Und wenn es im April und Mai teilweise noch Schnee auf den beiden anderen Wegen, auf dem Teufelweg und auf dem Waldweg beim ehemaligen Schwimmbad Langwaldsee hat, ist der hier schon frei. Der Teufelweg, eben so richtige Schwarzwald-Idylle. Am Berghang führt er entlang. Viele kleine Brunnen, Unterstandshütten, Bachläufe und teilweise Felsen am Wegrand. Beeindruckend und schön. Heute, im Angesicht der Tatsache, dass ich vorankommen möchte, fahre ich jetzt eben auf dem Salzleckerweg zügig in Richtung Kniebis. Und wer nichts anderes kennt vom Schwarzwald, der findet auch den Salzleckerweg idyllisch, auch ein schöner Waldweg, aber eben weniger Sehenswertes am Wegrand. Wenn das Wetter heute so bleiben würde, dann wäre es ein richtig idealer Radfahrtag. Hier hat es auch gestern Nacht kräftig geregnet, deshalb jetzt eine richtig saubere Luft, Waldluft. Die Temperaturen 20 Grad, Halbschatten und die Sonne scheint über mir. Richtig schön hier unterwegs zu sein. Hoffentlich kommt heute kein Gewitter mehr, zumindest solange ich noch mit dem Rad unterwegs bin. Vor allem habe ich jetzt auch nicht schon wieder Lust, mein Fahrrad zu putzen. Das habe ich erst gestern am Pfingstmontag gemacht, nachdem ich zu der schwarzen Bachtalsperre geraten bin. Bin ich am Ende der Radtour noch in ein Gewitter reingeraten. Zum Glück nicht direkt ins Gewitter, aber in die Hinterlassenschaften, die total durchweichten Waldwege und die nassen Straßen. Und ich sah aus, die ganze Kleidung ist erstmal in der Waschmaschine gelandet. Die Radschuhe haben trocknen müssen und das Fahrrad musste erstmal vom Matsch befreit werden. Muss heute nicht schon wieder sein. Die Ortschaft Kniebis am Waldrand. Allerdings werde ich die heute nicht durchfahren, sondern umfahren. Und zwar führt mich die Strecke jetzt in Richtung der Wolfquelle oberhalb vom Wolftal. Bad Rippoldsau im Wolfachtal oder Wolftal ist schon mal angeschrieben. Der Weg dorthin, bisher weiterhin gut ausgebaute Waldwege. Da bin ich auch sehr froh drüber, denn als ich soeben die Kamera auf- und abgebaut hat, bin ich mal ins Erdreich getreten
und fast im Matsch versunken. Alles hier aufgeweicht oder wie ein aufgesogener Schwamm vom Gewitterregen der letzten Tage. Auch der Radroutenplaner Baden-Württemberg hat auf der heutigen Streckenplanung wieder das eine oder andere Abenteuer für mich bereitgehalten. Gerade wieder Trails vom Allerfeinsten. Teilweise musste ich mein Fahrrad sogar schieben. Aber glücklicherweise, außer ein paar nasse Radschuhe, habe ich mir nichts geholt. Und jetzt hoffe ich, dass es wieder auf besser befestigten Wegen weitergeht. Solche Passagen werde ich jetzt umfahren. Denn die halten nur unnötig auf bei meiner heutigen Radtour, die doch einigermaßen zügig ablaufen sollte. Es geht weiter auf dem besser ausgebauten Waldweg, der auch offiziell als Wanderweg ausgeschildert ist. Mit dem Mountainbike gut machbar die Strecke. Am Wegrand eine schöne Aussichtsplattform. Allerdings heute kommen noch spektakulärere Aussichten und deshalb spare ich mir die Zeit ein und fahre weiter, noch ein paar Kilometer machen. Der Eichelberg-Kopfweg, glücklicherweise als Radweg offiziell ausgezeichnet. Das heißt, es geht weiter. Am Himmel über mir bisher noch alles relativ in Ordnung. Noch kann ich blauen Himmel sehen, aber so langsam ziehen auch dicke Quellwolken auf. Das bedeutet, dass irgendwann heute doch noch wahrscheinlich ein Niederschlag fällt. Oberhalb der B28
die in Richtung Bad Griesbach hinabführt, führt ein Höhenweg in Richtung Glaswaldseeblick. Und auch zum Glaswaldseeblick wird mich meine Radtour führen. Da bin ich mal sehr gespannt. Nur die Wolken, die sind leider ein bisschen schneller als ich, wo vorhin noch blauer Himmel war, in Richtung Bad Rippoldsau, Wolftal. Da zieht es sich auch langsam richtig zu. 32 Kilometer Waldwege. Zur Not habe ich noch Regenkleidung dabei. Irgendwie hoffe ich, dass ich das schaffe heute. Mit trockenem Rad. Oder zumindest mal nicht einen absoluten Gewittersturm reinfahren. Parallel dazu verläuft auf dem Wegabschnitt auch der Westweg. Mal ein relativ gut befestigter Wegabschnitt des Westwegs, sonst mit Mountainbike nur schwer befahrbar. Und ich bin gerade um jede Passage froh, wo ich so zügig vorankomme. Unterhalb von mir die verrückten Autofahrer, die Griesbacher Steige runterschießen. Man hört aufheulende Motoren. Dabei genieße ich den Blick in die Ferne von hier oben in Richtung Rheintal am Horizont. Ein Stück weit oberhalb ein Aussichtsturm aus Holz, der ist relativ neu. Ich war dort noch nie an dem Turm und weiß jetzt auch nicht, wie er heißt, aber auch mal eine Radtour wert. Es könnte sich um den sogenannten Buchenbergturm handeln, soweit ich das in Erinnerung habe. Der ist oberhalb vom Renchtal vor ca. 3 bis 4 Jahren errichtet worden. Noch habe ich es nicht dort hoch geschafft, aber ich will es auch auf jeden Fall mal dorthin schaffen mit dem Fahrrad und den Turm erklimmen. Jetzt ist erstmal der Glaswaldseeblick dran. Nebenan die Sicht hinab nach Bad Peterstal, Griesbach, soweit es der Wald zulässt. Was für ein Panorama vom Schwarzwald in Richtung Rheintal. So viel Panoramablick und Aussicht habe ich jetzt auch meine Radbrille abgezogen, zumal der Himmel jetzt leider auch ein bisschen grauer wird. Aber es geht weiter und die Strecke verspricht noch viel Schönes. Die ersten vereinzelte Tropfen fallen jetzt auch, solange es dabei bleibt, alles in Ordnung.
der Westweg, wie aus dem Bilderbuch. Und der Radroutenplaner schickt mich hier mal wieder drüber hinweg. Bergabwärts könnte man vielleicht auf der Strecke noch fahren. Aber bergaufwärts heißt jetzt momentan einfach schieben. Für all diejenigen, die planen, mit dem Mountainbike den Westweg zu fahren, ein paar Eindrücke. Man sieht auf jeden Fall Radspuren von Mountainbikes, aber man sollte hier Zeit mit sich bringen. Idyllisch ist hier auf jeden Fall und dort vorne kommt auch wieder ein besser befestigter Weg. Allerdings den Glaswaldseeblick, den habe ich momentan irgendwie umfahren. Ich hoffe, dass ich nochmal die Sicht auf den See bekomme. Ein bisschen hatte ich die schon durch die Tannen hindurch, aber an dem Aussichtspunkt war ich noch nicht oben. Hier geht's rein. Seeblick 0,4 Kilometer. Ein matschiger Waldweg. Aber der Blick auf den See ist mir wert. Ich mache den Abstecher. Der Ausblick hinab zum Glaswaldsee. Mehr ist von hier oben nicht möglich. Den kleinen Abstecher zum Glaswaldseeblick habe ich mir jetzt einfach noch gegönnt. Es hätte mich sonst zu Hause doch gefuchst nach der Radtour, wenn ich mir die Aussicht von dort oben entgehen lassen hätte. Deshalb ging es jetzt gerade noch mal ein kurzes Stück auf dem Trail, ebenfalls der Westweg zu dem sogenannten Glaswaldseeblick. Jetzt bin ich wieder auf meiner regulären Strecke angelangt. Weiter geht's in Richtung Hausach. Sobald ich den Westweg verlasse, wieder gut ausgebaute Wald- und Forstwege, die auch als Radweg gekennzeichnet sind. Gerade solche Streckenabschnitte meidet der Westweg. Der möchte über Stock und Stein führen auf idyllischen Wanderpfaden, die teilweise aber für uns Radfahrer nicht ganz so gut geeignet sind. Wieder ein Westwegportal mit dem Fahrrad durchquert. So langsam habe ich sie fast alle. Die im Süden fehlen mir noch. Nach dem kurzen Zwischenstopp und dem Erinnerungsfoto geht's weiter. Noch 23 Kilometer bis nach Hausach. Und bisher habe ich Glück. Es fallen momentan leichte Tropfen vom Himmel.
eine Hütte am Wegrand. Und wir haben jetzt 13.20 Uhr. Es fallen leichte Regentropfen vom Himmel. Der ideale Zeitpunkt, um eine kurze Pause einzulegen. Auch heute habe ich was eingepackt. Nicht viel, denn nach Pfingsten war der Brotkorb leer. Zwei Aufbackbrötchen, hart wie Beton. Da kann mein Taschenmesser was arbeiten. Und eine Packung Bio-Fleischkäse. Das soll heute reichen. Ich mache ja nur eine Dreiviertel-Tagestour. Ich hoffe mal so, noch sind es 22 Kilometer und wenn alles gut läuft, denke ich mal, bin ich um 4 Uhr, 16 Uhr, 16.30 Uhr in Hausach am Bahnhof. Da geht es dann auch zurück mit der Bahn, vor allem wenn dann heute Abend wirklich richtiges Regenwetter aufkommen soll. Ist angenehm mit der Kinzigtalbahn heimzufahren. Jetzt die Stärkung. Und wenn ich Glück habe, hört es danach auf zu regnen. Dann geht es mit trockenem Rad weiter. Obwohl ich gerade in der Ferne leider ein Gewitter höre. Es bleibt spannend. Die Unterstandshütte habe ich heute ganz für mich allein, außer ein paar Wespen, die hier nagen. Auf meinen letzten Radtouren durch den Schwarzwald habe ich viele Wanderer getroffen, heute auch wieder auf dem Weschweg, Mittelweg. Das Wandern durch den Schwarzwald ist wieder im Kommen. Schön sowas. Bevor ich weiterfahre, noch ein kurzer Blick in die Hütte. Die ist sogar offen. Ein Kachelofen, mehrere Ablagen zum Schlafen und ein paar leere Schnapsbecher. Hier hat sich der eine oder andere Wanderer auf dem Waschweg gemütlich gemacht. Die Pause hat gut getan und momentan regnet es auch nicht mehr. Die Sonne scheint wieder ein bisschen über mir, blauer Himmel. Aber in der Ferne, da höre ich den Donner. Also es bleibt spannend. Ich fahre immer wieder dem Regen davon oder wenn ich Pech habe, in den Regen rein. Zur Not muss ich eben meine Radtour abbrechen. Nebenan ist das Kinzigtal. Und da besteht Bahnanschluss über die Kinzigtalbahn. Der nächste Bahnhof sollte Wolfach sein. Wieder ein fantastischer Ausblick über den Mittelschwarzwald
Die Radtour hat wirklich sehr sehenswerte Passagen. Allerdings, es braut sich gerade über dem Talkessel ein Gewitter zusammen. Deshalb geht es jetzt schnell weiter. Denn 20 Kilometer im Gewitter, die können sehr, sehr lange werden. Wieder mal ein kurzer und abenteuerlicher Streckenabschnitt auf dem Westweg auf meiner Mountainbike-Tour. Und ich muss sagen, ich bin jedes Mal froh, wenn ich irgendwelche Radabdrücke im Matsch sehe von anderen Radfahrern, Mountainbike-Fahrern. Dann bin ich sicher, irgendwie geht es da noch weiter und ich bleibe nicht auf einer Sackgasse im Wald stecken. Danach geht es weiter für den Westweg und für mich auf einem gut ausgebauten Streckenabschnitt, der ebenfalls als Radweg gekennzeichnet ist. Bis Hausach noch 17 Kilometer. Richtig, richtig schön hier. Wenn nur nicht das Gewitter über mir wäre. Wer hier in der Idylle eine Einkehrmöglichkeit sucht, dort unten der Harkhof mitten zwischen den Kuhweiden und ich sehe sogar einen schönen Biergarten dort. 14 Uhr nachmittags und jetzt fängt es richtig an zu regnen. Ich habe allerdings die Hoffnung nicht ganz aufgegeben, dass ich die Radtour doch noch einigermaßen trocken beenden kann. In Richtung Rheintal sieht es wenigstens ein wenig heller aus.
Was für ein Timing. Pünktlich mit dem Gewitter erreiche ich auch meinen höchsten Punkt der Radtour vor Hausach, den Brandenkopf. Ein schöner Aussichtsturm ist hier und auch ein Sendemast. Allerdings mögt ihr mir verzeihen, dass ich nicht auf den Aussichtsturm bei dem Gewitter hochsteige. Da habe ich keine Lust dazu, denn die Wahrscheinlichkeit, dass man vom Blitz getroffen wird, ist höher, als dass man 6 richtige im Lotto hat, zumal ich kein Lotto spiele. Direkt neben dem Aussichtsturm das Wanderheim vom Schwarzwaldverein. Eine Unterkunftsmöglichkeit und Einkehrmöglichkeit. Aber mir wird es hier oben jetzt doch ein wenig zu brenzlig und deshalb fahre ich wieder hinab ins Tal nach Hausach. Mein Hauptziel, der Radtour, den Brandenkopf, habe ich erreicht und jetzt geht es wieder talabwärts in Richtung Hausach. Und hier geht es jetzt steil bergab in Richtung Hausach. 400 Höhenmeter Abfahrt. Über Wanderpfade und ausnahmsweise mal nicht der Westweg geht's talabwärts in Richtung Hausach. Thank you.
Liebe Radfreunde, ich habe es geschafft. Ich bin im Zinzigtal angekommen. Aber ich muss sagen, die letzten 5 Kilometer, die waren wirklich spaßfrei. Richtig nasse, schlüpfrige Wanderwege. Und es war sehr anstrengend hier mit dem Fahrrad bergab zu fahren. Dann bin ich über Einbach ins Kinzigtal gefahren und hier gewittert und regnet es jetzt wirklich. Es war eine sehr schöne Radtour wieder mit vielen Schwarzwaldeindrücken. Allerdings heute ein bisschen der falsche Tag dafür. Aber ich bin heil hier angekommen, nicht vom Blitz getroffen worden, nicht irgendwie gestürzt. Und deshalb gehe ich jetzt die letzten 3 Kilometer zum Bahnhof noch an und dann geht es mit der Kinzigtalbahn zurück. Ein andermal kann ich die Strecke hoffentlich bei besserem Wetter fahren. Die liegt vor der Haustüre und es kommt bestimmt noch der eine oder andere Sommertag ohne Gewitter. Für heute. Tschüss.